das Interessante an dem Song ist eigentlich, dass es ja die erste Idee war, die wir überhaupt angefangen haben zu bearbeiten. Und ich glaube, es war auch der letzte Song oder der vorletzte Song, der fertig geworden ist. Und im Gegensatz zu den letzten Alben hatten wir hier das erste Mal wirklich die Chance, uns mit Sachen zu beschäftigen, länger darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich so gut ist. Und ich glaube, speziell der Song hat über die Monate, wo wir ihn manchmal einfach wieder angegriffen haben, noch Sachen geändert haben, der Song ist dadurch dann auch gewachsen und dadurch ist vielleicht auch die Idee entstanden, den Text so zu wählen. Und grundsätzlich denke ich, ist das bei den meisten Songs so gewesen, dass wir einfach mehr Zeit gehabt haben, uns da wirklich mit zu beschäftigen. Und vielleicht ist der Song, der am meisten davon profitiert hat, weil der wirklich am wenigsten damit zu tun hat, wie er am Anfang war. Der Refrain geht ja, dass ich als junger Mensch den alten, mich selber als alten Menschen schon sehe und eben den als alten Menschen eben mein Leben wieder das vorträgt und ich dann einfach realisiere, dass er den Song des Lebens, also in dem Falle, den er spielt und singt, eben genau der Song ist, den ich am Ende geschrieben habe, weil ich ja derjenige bin, der alles durchlebt hat und ich entscheide, wie dieser Song am Ende ausgeht und ob es ein guter Song, ein trauriger Song, ein emotionaler, weniger emotionaler Song wird und das einfach als Metapher zu nehmen für sein eigenes Leben und man eben auch sein eigenes Schicksal irgendwie in Händen hat und eben das Beste draus machen kann oder sich eben einfach dem Schicksal hingibt und dann man aber das auch dann nicht mehr steuern kann und dann auch nicht mehr kontrollieren kann, sondern das eben so hinnehmen muss, wenn man als alter Mensch dann da sitzt, egal wo man sitzt, wo man den Lebensabend verbringt, ob man dann eben auch zufrieden und entspannt da zurückblicken kann. Das ist, glaube ich, worum es in dem Song geht. Es ist schon einfach ein Song über so eine typische Situation hier auch in Berlin, aber das kann natürlich in jeder anderen Stadt auch passieren. Einfach abends zusammen weggehen, Freunde treffen, an der Bar versacken, Musik hören. Irgendwann fängt sich alles an, um dich rum zu drehen und du hast einfach ein Level erreicht, wo du weißt, jetzt ist es sowieso zu spät aufzuhören. Du weißt, du solltest eigentlich nach Hause gehen, aber du machst es einfach nicht. Du machst es nicht, solange bis das Licht angeht und der Besen hinter dir her ist und du rausgekehrt wirst. Ich denke, das ist jedem schon passiert und davon handelt der Song. Ja. Ja, ich glaube, wir haben bei dem Song wirklich probiert, so das bescheuertste Riff überhaupt zu spielen. Ich meine, das haben wir oft probiert, aber ich glaube, bei dem Song ist es definitiv, hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.